Seid begrüßt und willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadow. Wir werden uns in dieser Folge in die unterirdischen Höhlen begeben, haben in der letzten Folge den verzauberten Wald abgeschlossen mit, hoho, ich muss betonen, mit allen Steinchen. Und hoffentlich kriegen wir das hier auch hin. Auf geht's. He is becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight, but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Okay. Okay, sehr ungewohnte Perspektive, aber die Kamera führt ja hier sowieso ein ziemlich eigenständiges, festes Eigenleben, was sich nicht irgendwie von seinen Prinzipien abbringen lässt. Also kurz gesagt, die Kamera lässt sich ja einfach nicht drehen und spielt manchmal komische Spielchen mit uns. Also wenn das hier Spinnenweben sind, dann ahne ich gerade nichts Gutes. Ich erfülle hier leider das Frauenklischee mit meiner... Ups! Mit meiner Spinnenaversion oder Phobie. So, und jetzt? Ach so, Gabriel kann hier lang klettern. Haben wir jetzt eigentlich Energie verloren? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Um vorsichtig rückwärts zu springen. Wie springe ich denn unvorsichtig nach hinten? Igitt. Oh, nee, und es ist spät abends und ich gehe gleich schlafen und... Oh, und Igitt, die Pfui. Gabriel... Oh, ist das ekelhaft. Manchmal hasse ich Spiele dafür, dass sie so eine gute Grafik haben und alles so detailliert erkennbar ist. So, oh, der erste Kampf in dieser Folge und gleich haben wir es mit einer Spinne zu tun. Das finde ich mal absolut gar nicht toll. So. Die kann uns mit Sicherheit vergiften. Oh, nein, 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 nein. Ach, Lichtmagie. Okay, okay, ich hab die aktiviert. Okay. Meine Vergiftung ist weg. Nein, 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 nein. Was auch immer du da gerade auf mich spucken wolltest. Das hätte mich bestimmt am Boden festkleben lassen und das hätte mir bestimmt Energie abgenommen und du bist einfach nur eklig. Oh, wie viel hält sie denn aus? Haha. Oh, oh. Ich habe irgendwas... Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Okay, komischerweise haben wir jetzt erst nach dem Kampf diesen Eintrag hier freigeschaltet. War das nicht vorher so, dass das immer vorher schon freigeschaltet wurde? Egal. Wo finde ich jetzt die Gegner? Ach da, beim Monster. Guckt mal bitte nach oben rechts. Die Gegner sind in der Kategorie Charaktere gelistet. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Riesenspinne. Größe, Groß, Schwierigkeit, Mittel. Diese Monster stellen die größten bekannten Arachniden dar und sind viel aggressiver als alle normalgroßen Spinnenarten. Riesenspinnen kommen fast überall vor, aber für gewöhnlich bevorzugen sie dunkle, feuchte Orte, zum Beispiel alte Wälder und Grotten. Wie ihre kleineren Kollegen können auch Riesenspinnennetze aus klebriger Spinnenseide weben, mit denen sie ihre Beute fangen, ehe sie sie verschlingen. Spinnenseide ist ein äußerst belastbares Material, aus dem man auch unglaublich starke Seile fertigen kann. Die Population der Riesenspinnen ist in den letzten Jahren zurückgegangen, da die Menschheit immer weiter in ihre natürlichen Lebensräume vordringt. Och, das arme Spinnchen, das tut mir jetzt aber leid. Wir sehen rechts übrigens, dass die empfindlich sind gegen Dolche. Ja, ich sag euch lieber nicht, was ich mit Spinnen anstelle, die ich bei mir in der Wohnung ausfindig mache.
Es gibt ja so diese Fraktion von Leuten und die haben auch ihre Daseinsberechtigung mit ihrer Meinung. Die sagen dann, ja, aber die sind ja alle nicht gefährlich und die tun dir doch nichts und die sind vielleicht sogar wichtig, weil sie irgendwie eine wichtige Funktion erfüllen, indem sie irgendwelche kleineren Viecher auffressen, wie dem auch sei. Es hilft mir leider alles nichts. Ich hasse sie trotzdem so abgrundtief und ich, ja, und ich werde das, glaube ich, nicht ablegen können. So, ich muss wieder Acht geben auf Leichen. Aber bisher hatten wir, glaube ich, hier nur einen Weg. Oh, oh. Ah, Gegner. Okay, okay, okay. Oh, ich würde eigentlich ausweichen. Okay, okay. Yeah, Flächenangriffe fetzen. Ich hab's gehört. Ich dachte gerade, ich hab's mir eingebildet. Oh, falsch. Jetzt habe ich mich... Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Jetzt nochmal, nochmal, nochmal. Oh, ich will nicht noch eine Spinne haben. Ah, okay, aber gut. Ich muss fairerweise sagen, wenn ich der Entwickler wäre... Nein, 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 dieses dicke, klebrige Netz. Nein, 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 lass mich los, lass mich los. Ja, also ich würde als Entwickler, wenn ich mir so eine Mühe gebe bei der Entwicklung von solchen ekligen großen Viechern, dann würde ich die wahrscheinlich auch öfter mal im Spiel platzieren. Ah, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du? Ich muss mich heilen. Ach, ich bin schon geheilt. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Ich brauche gerne... Ich möchte gerne neue neutrale Energiesphären bitte haben. Oh, oh, die sind so widerlich. Das ist, glaube ich... Oh, das ist, glaube ich, die widerlichste animierte Spinne, die ich jemals gesehen habe. Wenn es irgendein Spiel gibt, ja, wo ihr sagt, oh, die Spinne ist gar nichts im Vergleich zu XY... Dann will ich mal eine besser animierte Spinne sehen als die hier oder eine noch ekligere. Ich werde mir dann Screenshots oder vielleicht Let's Plays angucken. Ja, ich werde das aber nicht selber spielen. Also nicht, dass es jetzt heißt, oh, hier gibt es jetzt ein Spiel, da sind noch ekelhaftere Spinnen. Spiel das mal. Nein, 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 das werde ich nicht tun. Es sei denn, das Spiel interessiert mich noch aus anderen Gründen. Ich hätte meine Dolche einsetzen können. Oh, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe es ja vorhin noch vorgelesen, dass die, oder rausgelesen, dass die empfindlich sind gegen Dolche. Egal, ich glaube, wir haben wieder zwei Wege. Ich mag keine zwei Wege. Ich gehe erstmal nach links, also hier lang. Ja, auf jeden Fall echt widerlich. Immerhin weiß ich, dass die, oder hoffe ich, dass die in diesen ganzen engeren Gängen hier nicht auftauchen. Weil eigentlich passen die ja da auch nicht rein. Also jetzt kriege ich jedes Mal Paranoia, wenn ich irgendwelche großen Flächen hier sehe, wo ich mutmaße, dass dann Spinnen irgendwie wieder auftauchen könnten. Nein, nein! Was mache ich denn? Oh, danke, liebes Spiel, dass du mich hier absetzt. Ich dachte, ich muss jetzt die Kletterpassage nochmal machen. Ich habe übrigens nicht in Erfahrung gebracht, wo ich in der letzten Folge... Oh nee, haben wir jetzt ernsthaft drei Wege. Oh. Ich habe nicht in Erfahrung gebracht, wo ich in der letzten Folge mein Waffen-Upgrade ausgelassen habe. Du musst dein Kampfkreuz aufrüsten, um dieses Totem durchzusägen. Ich war noch nicht fertig. Komm zurück, wenn du an deinen Talenten gefeilt hast. Okay, das ist ja ein Hinweis, mit dem ich was anfangen kann und den ich mir auch merken kann. In der Folge davor gab es eine Situation, wo ich irgendwo runtergefallen bin. Das war, glaube ich, noch im ersten Drittel des Parts. Und das hätte sein können, dass dort vielleicht irgendwas versteckt war, was ich ausgelassen habe. Aber ich kann es nicht beschwören. Jedenfalls ärgert es mich immer noch. Du solltest versuchen, diese Barriere irgendwie zu sprengen. Wow, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Oh, nein, 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 bewerft mich doch nicht. Eigentlich wollte ich jetzt die Bombe zurückhauen. Und langsam ist es mit unserer Energie nicht mehr so toll. Nein, oh Mann, jetzt habe ich mich gerade hier aufgeladen und... Oh. So, ich muss mir angewöhnen, mehr mit den Dolchen zu arbeiten. Ja, ja, werft mir doch alle eure Bomben ins Gesicht, ihr Ver... Oh, ich habe gerade die Tür aufgemacht. Das war eigentlich überhaupt gar nicht beabsichtigt. Aber es hat funktioniert, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Frisst das, frisst das. Mann, ich will nicht immer getroffen werden. Ich bin... Oh, jetzt habe ich das auch noch verkackt.
Ich mag's nicht, dass meine Energie so schlecht aussieht. Oh nein, da ist eine Bombe hinter mir. Noch mehr? Nein, Mann! Mann, ich stelle mich hier gerade echt blöd an. Aber ich sehe das auch nicht. Mir ist das alles zu klein hier. Bin echt der totale Blindfisch. Da wollte ich es eigentlich nicht hinwerfen, aber gut. Ah, ich muss wahrscheinlich die Tür erstmal aufsprengen. Die ist nämlich mit einer. Genau, jetzt hören die bestimmt auf zu spawnen. Weil ich dachte mir, als die erste Bombe dahin geflogen ist, dass die Tür schon offen wäre. Aber da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Hallo, warum kommt ihr denn immer noch? Ach Mann. Da liegt eine Bombe, da liegt eine Bombe, die möchte ich nehmen. Nein, ich möchte doch nicht dich greifen. Ach Mann. Okay. Okay, immer noch Gegnermusik. Immer noch Gegnermusik. Oh, dieses Spiel macht mich hier wieder... Erst die Spinnen, dann hier diese ganzen... Da ist ein Heilungsbrunnen. Da ist ein Heilungsbrunnen. Und wir haben bisher immer noch keine Leiche gefunden. Liebe Leute, das gibt mir doch ein bisschen zu denken. Und wir haben jetzt so unglaublich... Ist da über uns eine Kralle oder eine Tatze oder eine Pfote? Ja. Da hinten ist eine Leiche, da hinten ist eine Leiche. Kann ich hier rüber? Also mit dem Sprung schaffe ich es definitiv nicht. Nein, nein, nein. Nein. Gabriel gibt immer echt... Hallo? Ja, ich kann jetzt die Kamera nicht drehen. Ich kann das überhaupt gar nicht einschätzen, wie ich hier richtig laufen soll. Ach, jetzt hat sie sich gnädigerweise gedreht. So, und was gibt es, was gibt es, was gibt es für unsere Mühe? Oh, eine Schriftrolle. Ja, mal schauen. Wohin ich auch blicke, überall warten Tod und Zerfall. Gott hat uns verlassen. Ich habe meine Mission aufgegeben. Die Lage ist hoffnungslos. Ich will nicht sterben, will nicht wie meine Ordensbrüder enden und am Wegesrand liegen bleiben, damit der nächste Abenteurer, der vorbeikommt, sich an meinen Sachen bedienen kann. Ich will nicht, dass mich dieses Schicksal ereilt. Weißt du was, Kumpel? Zu spät. Ich bin schon vorbeigekommen und hab dir deine Sachen weggenommen. Aber ich hab dich nicht nackig zurückgelassen. Ich hab dir deine Würde aufrechterhalten. Hallo Kamera, kannst du dich hier bitte auch so drehen, dass ich hier auch ordentlich laufen kann? Okay, wenn ich mich beeile, scheint das zu funktionieren. Wo bin ich? Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, als ob ich hier jeden Augenblick ganz leicht in irgendeine Schlucht stürzen könnte. Irgendein Grollen im Hintergrund. Okay. Das Balancieren ist hier verhältnismäßig einfach und wisst ihr warum? Ich habe vor kurzem, also jetzt unabhängig von den Let's Plays, mal L.A. Noir gespielt. Und da, also ich weiß nicht, ob ich dafür mich irgendwie zu blöd anstelle, aber jedes Mal, wenn man dort irgendwo balancieren muss, ich habe bis heute nicht begriffen, wie man das am besten macht. Ich bin da irgendwie ständig... irgendwo runtergefallen und habe bis heute nicht begriffen, wie ich dort meine Balance so halte, dass ich kein einziges Mal in den Abgrund stürze. Also hier hätten die uns ja ruhig... Ach, hier geht's nach oben. Oh, hat jemand mitgezählt, wie viele Wege das jetzt schon sind? Oh, ich will erstmal da nach hinten. Obwohl, vielleicht ist da eine eine Sackgasse. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Weil der Weg sieht irgendwie so optional aus. Hallo, kletterst du auch hoch? Ja. Das ist eine Leiche, das ist eine Leiche. Ich habe mich richtig entschieden. Oh, und wieder eine Schriftrolle. Ich bin der Fährte von Rinaldo Gandolfi gefolgt, dem berühmten Alchemisten und Angehörigen der Bruderschaft des Lichts. Ich weiß nicht, was ihn dazu brachte, den Orden zu verlassen oder wieso er in die Wildnis verschwunden ist, aber wir hätten in diesen finsteren Tagen sicher Verwendung für seine Fähigkeiten, so viel steht fest. Es heißt, dass er viele magische Waffen und Relikte schuf und dass er sie an Orten versteckte, die nur schwer zu finden sind. So schwer, dass es den entschlossensten und verdienstvollsten Individuen vorbehalten bleibt, sie aufzuspüren. Oh, möchtest du mich neugierig machen mit deinem Eintrag? Liebe Entwickler, wollt ihr die Neugierde eurer Spieler fördern? Ich wollte eigentlich da hinten noch gucken. Ich hoffe, dass ich hier wieder zurückkomme. Wo bin ich? Hä? War ich hier schon mal? Ja, 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 ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Wisst ihr es auch? Ich bin nämlich vorhin da nach links weitergelaufen
Und ich laufe jetzt den Weg wieder zurück, weil damit haben wir tada, einen weiteren Weg jetzt abgehakt, beziehungsweise zwei. Ja, sowas gibt mir so kleine Glücksgefühle, weil ich immer bei Spielen total genau bin und auch immer alles genau durchsuchen möchte. Wo bin ich? Achso, ich dachte gerade, ich bin jetzt an der Tür, die ich da vorhin zerbombt habe. Boah. Okay, ich kann in meiner Zerstörungswut freien Lauf lassen. Sehr schön. Der klimpert und klirrt es aus allen Ecken. Die Kamera ist hier wieder denkbar ungünstig platziert. Da ist wieder ein Grollen im Hintergrund. Ach, Gabriel, du siehst so elegant und grazil aus, wenn du dein Gleichgewicht verlierst. Okay. Irgendwie fühlt sich das ja an wie die Ruhe vor dem Sturm, ja? Dieses Rauschen der Wasserfälle im Hintergrund. Dieses partielle Grollen aus der Ferne. Diese Skelettüberreste dort unten, unter uns. Oh ja, genau. Gabriel, eigentlich stehst du schon auf dem Boden, aber... Oh nein, oh nein, oh, oh nein, oh, ich will die nicht, ich mag euch nicht. So, jetzt werfe ich alle meine... Oh nee, jetzt hat sie es, glaube ich, geblockt. Ah, das war unklug. Einen habe ich noch. Oh, jetzt reiche ich die aus. Nein, 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 nein. So, jetzt habe ich keine Dolche mehr. Jetzt hätte ich bitte gerne einen Sack voller Dolche. Ich weiß nicht, ob es die in anderen Leveln auch gibt oder ob das da nur eine Ausnahme war, in dem, wo wir das im letzten Level gesehen haben. So, friss! Nein, 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 nein. Oh, wow, das war knapp. Ey, und seht ihr, dass wir den Kampffokus voll haben? Sind wir gut oder sind wir gut? Daneben, daneben. Oh, ganz viele Dolche. Oh, wie schön. Wow, diese eine Spinne hat unseren gesamten Dolchvorrat wieder aufgefüllt. Das ist doch mal ein netter Trostpreis. War da wieder ein Gegnergeräusch? Was war das? Ich habe da gerade irgendwas gehört. So, wo geht's jetzt hier weiter? Da oben? Und was ist mit dem hier? Okay, nee. Hä? Nee. Okay. Ah, oh, ich bin Gabriel und ich bin so sexy und ich gebe lauter Stöhngeräusche von mir, wenn ich irgendwo rumhüpfe und mich anstrengen muss. Nein. Also Gabriel gehört mit Sicherheit, wenn ich das mal so sagen darf, ohne jetzt primitiv zu klingen, zu einer der most sexiest... Okay, nee, jetzt bist du nicht mehr sexy, Gabriel. Wenn du dich da jetzt nicht festhalten kannst und wie so ein Depp dich loslässt, nee, dann bist du nicht sexy. Nein, aber, nee, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ansehnlicher Protagonist. Das muss man an der Stelle einfach mal so sagen. Und immerhin einer, der... Mann! Warum kriege ich das denn nicht hin? Immer wenn ich da ansetze, ihn zu loben und ihn für sein äußeres Erscheinungsbild in den Himmel zu hieven, lässt er sich los. So, jetzt hängst du da. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Ja, okay. Ja, weil in den meisten Spielen, also es liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich da ein bisschen als Frau mich benachteiligt fühle, weil in den meisten Japano-Rollenspielen, die es so gibt auf dem Markt, hat man ja eher so Bubi-Protagonisten und da denkt man sich als Frau dann schon manchmal, geht's nicht noch ein Tick männlicher, irgendwie keine Jungs, mal lieber einen richtigen Mann. Und den haben wir jetzt hier und das finde ich cool. So, wir haben hier eine schöne Leiche. Oh, und wir haben einen Runensteinschlüssel gefunden und bekommen oben rechts angezeigt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dass wir hier von zwei benötigen, die wir vielleicht in der Tür da hinten einsetzen müssen, wenn ich das jetzt auch richtig interpretiere. Bin ich tot? Nee. Aber wir hatten ja noch mehrere Wege, also ist alles gut. Ich versuche jetzt mal, ob ich einen davon schon einsetzen kann. Er hat es mir gerade angeboten. Oh yeah.
So, das heißt, einen werden wir jetzt noch finden müssen. Hier waren wir auch noch nie. Aber diese Tür, die hat man schon mal irgendwo aus der Ferne gesehen. Komme ich hier wieder hoch? Oh, ich glaube, ich muss jetzt wieder diesen ganzen Weg zurückbalancieren. Über diese ekligen Spinnenweben. Aber egal, das stört mich nicht. Ich werde mich nicht beschweren. Solange keine Spinnen sich in meiner näheren Umgebung befinden, ist alles gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein Ranking aufstellen müsste, was ist jetzt mein Lieblingslevel und was ist mein Level, was ich am wenigsten mag? Also bisher mochte ich am wenigsten das Sumpflevel. A, weil es so unübersichtlich war und B, weil man da so langsam vorangekommen ist in diesem ganzen Sumpfgeschmodder. Aber ich glaube, das wird durch das hier abgelöst, weil wie gesagt, Spinnen sind immer so mein Hassnummer 1 Gegner. Oder generell eklige Rieseninsekten, die man auch so oft in Spielen immer in Bosskämpfen findet. Ja, ist alles nicht so mein Fall. Was passt gut rein in diese Spielwelt? Wir haben ja auch bisher, wie ich finde, eine sehr interessante Variation an verschiedenen Gegnertypen gehabt. Und gut, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen traumatisiert von meinem Nier-Let's Play, wo das ja, ach, da muss ja unten lang, wo das ja genau das Gegenteil gewesen ist, weil man da eben nicht so die Gegnervielfalt hatte. Aber da ist Castlevania offensichtlich ein bisschen anders aufgebaut. Warum hältst du dich nicht fest? Ah, doch. Ja. So, Sprung. Und jetzt da nochmal um die Ecke. Und dann müssten wir jetzt eigentlich in dem Raum sein, wo sich noch ein zweiter Weg befand. Och nö. Och, warum seid ihr denn schon wieder da? Oh, ich will nicht nochmal. Ich will auch nicht, dass die Spinne nochmal kommt. Geh weg, geh weg, geh weg. Mann. Trotzdem, oh nee, jetzt ist die auch wieder da. Ich hätte es mir denken können. Ich will jetzt die Blubbel hier. Ich will die Blubbel. Lass mich in Ruhe. Mann, jetzt sind die alle weg. Oh! Das ist mir definitiv zu viel Gemetzel hier. Mann, es haut mich doch nicht immer. Ich bin doch nur ein Mädchen. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich hab Dolche. Ha. Ha. Ja, gegen meine Dolche habt ihr nichts einzuwenden, wa? Ja, doch, egal. Ich wollte, glaube ich, irgendein anderes Wort gerade eigentlich sagen. Aber Multitasking und so. Die Spinne hat sich gerade im Kreis gedreht, als ob sie getanzt oder mich ausgelacht hätte. Ich fühle mich partiell provoziert. Stirb endlich! Wie viel? Ah, nein, nein, nein! Oh, das, genau das wollte ich gerade vermeiden. Ich hab's befürchtet. Oh, jetzt habe ich nur noch. Achso, die ist weg. Okay, sehr gut. Oh, ist das jedes Mal ein Nervenkitzel. Ich bin doch eine alte Frau. Ich vertrag doch diese ganze Action nicht. So. Neuer Weg, neues Glück. Oh. Ja, wie gesagt, Gabriel gibt sehr interessante Laute von sich, wenn er klettert. Und ich weiß jetzt, nicht, wohin ich jetzt soll. Springst du jetzt darüber? Ah ja, du springst darüber. Okay. Ah, ich hatte gerade einen Knick in der Optik. Ich habe diesen Weg hier nicht gesehen. So, und immer schön auf Leichen achten. Und ich glaube, da hinten sehe ich auch schon eine. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ich glaube, wir haben in diesem Level noch kein Steinchen gefunden. Und jetzt werde ich wieder ungeduldig. Ganz mit der Ruhe, wir haben doch Zeit. Und. Schon wieder eine Schriftrolle. Okay. Trotz ihrer Größe sind Spinnen überraschend schnell und wendig. Ach was. Ich habe gehört, dass ein erfahrener Krieger sie sogar in gewissem Maße zähmen kann, wenn sie erschöpft genug sind und dann auf ihnen reiten kann wie auf einem Warzenschwein.
Okay. Ich habe auch gehört, dass man mit ihren Netzen Brücken weben kann, die stark genug sind, um das Gewicht eines erwachsenen Mannes zu tragen. Unglaublich. Vielleicht verliere ich ja langsam den Verstand, weil ich an diesem höllischen Ort gefangen bin. Ich muss verrückt sein, so etwas zu glauben. Wenn das mal keine Anspielung auf etwas war, was uns noch bevorsteht. Oh, diese Gegend ist so hübsch, wenn hier nicht diese ganzen Spinnen wären. So. Jetzt haben wir hier ein ähnliches Areal wie das von vorhin. Ach, das sind die ganze Zeit meine Schritte. Ich habe gerade schon halluziniert, dass sich hier wieder irgendwas auf mich zubewegt. Wow, diesen Übergang habe ich ja wohl gerade mal mit Bravour gemeistert. Oder waren wir hier schon? Hier waren wir doch vorhin schon. Oh nein, ich habe ein Orientierungsproblem. Wo sind wir jetzt? Wo bin ich? Okay, jetzt bin ich endgültig verwirrt. Ich gehe jetzt mal erstmal wieder dahin zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Weil er hat uns gerade über die Form, also über diese Schriftrolle, ja, was mitgeteilt. Und direkt danach kommen wir wieder irgendwo hin, wo wir schon waren. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ja, ich habe jetzt keine Lust hier, beeil dich. Oh, nicht, dass ich da oben, bevor ich hier runtergefallen bin, irgendwas übersehen habe. Och nee, hier war ich vorhin schon. Vielleicht habe ich aber hier was übersehen. Ich hoffe, dass die Spinne jetzt nicht gleich kommt, die wir hier gerade eben schon bekämpft haben. Wo bin ich noch nicht gewesen? Aber nicht in dieser Ecke hier irgendwas sein. Weil wenn ich jetzt wieder hier hochklettere, dann komme ich wieder bei der Tür raus, wo ich diese Steinchen einsetzen muss. Oh, jetzt muss ich auch den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh nee. Och Leute, was macht ihr denn? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt was übersehen habe. Oh. So, hier oben wird ja nichts mehr gewesen sein. Kann ich da runterspringen? Ho! Ich kann, aber nicht gleichzeitig überleben. Ach, nee, was mache ich denn jetzt? Okay. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass ich da noch mal hin muss, wo ich den Hinweis mit dem von der Leiche bekommen habe, dass man irgendwie mit den Spinnen Brücken bauen kann. Weil solche gegnerspezifischen Hinweise kommen ja nicht von ungefähr. Die haben uns ja bisher auch immer irgendwie im Spiel weitergebracht. Brauchen wir das? Nö. Ja, aber haben wir diesen Brunnen nicht vorhin aktiviert und genutzt? War ich hier schon mal? Da hätte ich die fast übersehen. Oh, das ist der zweite Runenstein! Na Gott sei Dank bin ich jetzt hier noch mal reingelaufen. Meine Fresse, dann. Okay. Okay, kann ich da jetzt auch runterspringen? Ich bin gerade total baff, wenn ich jetzt hier nicht das zufällig einfach so gesehen hätte. Kann ich da runter? Nee. Dann wäre ich jetzt nochmal zurückgelaufen und hätte mich wahrscheinlich total geärgert, weil ich da wieder nicht fündig geworden wäre. Aber, oh, verzeiht mir bitte, aber ich will jetzt trotzdem nochmal nachgucken. Ich habe gerade Angst, dass ich da vielleicht irgendein Steinchen ausgelassen haben könnte. Ich meine, wenn ich dort jetzt nichts mehr finde, bei der Leiche, wo wir diesen Hinweis bekommen haben, dann haben wir es ja nicht mehr so weit bis zur Tür, wo wir das hier einsetzen können.
Ne? So, spring, Gabriel Belmont, spring. So. Och nö, nö, das mache ich jetzt aber nicht nochmal. Ihr könnt mich jetzt mal, entschuldigt bitte, aber darauf habe ich jetzt absolut keinen Bock. Und ich hoffe, dass die, Hallo, hängst du dich daran? Danke. Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht in irgendeiner Form verfolgen und dass auch diese Gegnermusik mal weggeht. Witsch! So, hier müssen wir jetzt auch gleich sein. Oh, die Gegnermusik geht nicht weg. Oh, das nervt mich. Okay. Nee, es gab hier nichts anderes mehr. Gut, also diese Runensteine, die waren gar nicht so weit auseinander platziert, sondern beide mehr oder minder in der gleichen Ecke. Ich bin Gabriel, ich wanke ein bisschen, aber schaff's dann doch noch am Ende. So, und dann können wir diese Tür durchqueren. Und das Spannende ist ja in diesem Spiel, man weiß immer nie, wann ein Level eigentlich zu Ende ist. Und es gibt hier, also wenn ich mich da recht erinnere, verhältnismäßig kurze und verhältnismäßig lange Levels. Ich hatte euch ja auch, ich glaube, in der ersten Folge gesagt, dass ich jetzt immer für jede Folge ein Level nur aufnehme. War da gerade ein Gegner? Nee. Ich halluziniere. Juhu! Damit haben wir beide Schlüssel. Das sieht aus wie eine Verstärkung für unser Kreuz, was wir haben. Und vielleicht können wir mit dieser Verstärkung auch diesen Geheimgang hier durchqueren, beschreiten, betreten. Sucht euch was aus. Wo vorhin eben die Rede war, dass wir erstmal unser Kreuz upgraden sollen. Etwas Nützliches und nichts Kompliziertes in der Anwendung. Eine stachelige Kette. Oh, die Stachelkette. Rinaldo Gandolfi fertigte zwei verschiedene Ketten für das Kampfkreuz, doch diese hier wurde von der Bruderschaft aus naheliegenden Gründen nie gebilligt. Die Ältesten dachten, die Stacheln seien zu grausam in Anbetracht der heiligen Natur der Waffe. Doch anstelle sie zu zerstören, verbarg der Handwerker die Glieder in einem der Mausoleen des Ordens, in dem Glauben, dass sie eines Tages gebraucht werden würden. Mit der Stachelkette kann man das Kampfkreuz verwenden, um Hindernisse durchzusägen und gefährliche Monster zu zähmen, indem man sie ihnen um den Hals wickelt. Oh, ist das etwa ein Hinweis auf die Spinnenmonster, mit denen wir Brücken bauen können? Ja, ich will ja nicht verschwörungstheoretisch daherreden, aber das passt alles ganz gut zusammen. Und ich würde so gerne zurückgehen. Oh, ich glaube, da wird die Folge aber ewig lang. Okay, ich habe einen Plan. Ich gehe jetzt weiter. Vielleicht bringt mich ja... Nein, ich gehe nicht weiter. Ah, ich bin heute so unentschlossen. Ich gehe nicht weiter, weil ich wollte... Mein erster Vorschlag wäre gewesen... Oh, kann ich mich hier wirklich nicht hochziehen irgendwie? Oh, das ist aber echt gemein von euch Entwicklern. Ich möchte doch nur meinen Weg verkürzen. Na egal. Auf jeden Fall wollte ich nämlich zuerst sagen, wenn ich da jetzt nach hinten latsche, bekomme ich vielleicht irgendwann die Möglichkeit, wieder an den Anfang des Levels zu kommen. Wartet mal, vielleicht bin ich hier schneller. Aber dann dachte ich mir, wenn es da irgendeine Verbindung geben würde, dann kann es ja, wenn da nur eine Verbindung sein, wo man sich irgendwo runterfallen lässt, weil, das klingt jetzt, glaube ich, total kompliziert, wie ich es erkläre, weil ansonsten hätte man ja von hier aus schon irgendwie hinter die Tür kommen können. Und das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Ich glaube, das war der kürzere Weg. Ja, okay, damit müssen wir jetzt nicht um diese ganzen Sachen da rumbalancieren. Yay, yeah, wir kommen durch. Sehr schön. Bäm, unsere Stachelkette hat's gerichtet. Was für ein gruseliger, böser Gang. Ach so? Eine Leiche? Doch nicht etwa mit einem Steinchen? Oh doch, juhu, Nummer 2 wäre damit auch in Besitz gebracht. Geht's hier noch weiter? Nein. Gnädigerweise haben die Entwickler das in diesem Raum so programmiert, dass man sich nicht mal in den Tod stürzen kann. Das finde ich sehr freundlich. So, dann nehmen wir jetzt hier unsere neue Abkürzung. Oh, und dann gucken wir, was sich hinter der Tür befindet, wenn wir dort nicht schon das Levelende haben. Vielleicht geht dieses Level aber auch noch doppelt so lange weiter. Ich weiß es nicht. Oh nein, ich habe mich wieder verlaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo, wie bin ich denn? Ich bin doch hier. Ach, ich habe mich... Ah, ich habe mich, glaube ich, hier irgendwie rübergehangelt und... Oh, ich komme nicht zurück. Oh, ich möchte jetzt den Weg gehen. Ich habe keine Lust mehr, da diesen einen Raum immer zig Male zu durchqueren. Obwohl, den hier durchquere ich jetzt auch zum zigsten Mal. Okay, da gab es den Schlüssel, da konnte ich aber nicht runterspringen. Ich nehme jetzt mal diesen Brunnen hier mit, weil ich mal davon ausgehe, dass wir hier nicht nochmal zurückkehren werden. Ach ja, das ist definitiv mein Anti-Mag-ich-nicht-Level. Oh, vorhin bin ich da so super durchgekommen. Aber komischerweise, je weniger ich mich immer darauf konzentriere, desto besser funktioniert das mit dem Balancieren. So, und dann müssten wir da vorne auch gleich unser Türchen erreicht haben. Und als wir das letzte Mal unser Kreuz gefunden haben, beziehungsweise gelernt haben, wie man mit dem Kreuz sich irgendwo hoch und runter zieht und abseilt und hast du nicht gesehen, direkt darauf folgte wieder ein Kampf. Oh, diese ganzen Spinnenweben. Ah ja, dann können wir das hier gleich nochmal erproben. Knitter, knarz, knirsch und gleich kommt der große Knall, nämlich jetzt. Bam! Und da haben wir uns unseren Weg freigeschaufelt. Hey, und das Level geschafft. Und wir haben keine Steine verpasst. So muss das sein. So, wir haben das Relikt gefunden und wir haben in diesem Level nichts ausgelassen. Ich klopfe mir jetzt mal imaginär auf die Schulter und freue mich total darüber. Ich glaube, meine nächste Talentverbesserung nehme ich vor, wenn ich... diese Geschichte hier verbessern kann, weil die finde ich echt sehr, sehr praktisch. Also 1500 ist jetzt so mein neues Ziel. Und ja, dann werden wir mal unsere Mission fortsetzen. Und schauen mal, wohin es als nächstes geht. Zum Eingang des Labyrinths. Wenn ich schon Labyrinth höre, dann stellen sich, dann kräuseln sich mir schon wieder die Nackenhaare da. Oh, das klingt schon wieder nach tausenden Wegen und nach Verzweiflung und nach Orientierungsschwierigkeiten. Und unsere Mission in dem Level gerade eben war, schließe den Level ab, nachdem du mindestens 10 Feinde getötet hast, während du von Spinnengift vergiftet warst. Das werde ich definitiv nicht demonstrieren, das ist nervenaufreibend ohne Ende. Wir werden beim nächsten Mal den Eingang des Labyrinths genauer untersuchen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.